Freunde, ich habe ganz vergessen, am Anfang die Anmoderation zu machen. Und deswegen mache ich das einfach erst. Und damit, moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video, wo ich mir die Haare schneide. Und ja, schau es an, es wird lustig. Ja, let's go. Und ja, ich glaube, jetzt geht's an die Haare. Oh. So, ich stelle euch jetzt einfach hier mal her. Ich habe hier ganz professionell hier das Teil hier. Eine Effilierschere, womit man Übergänge machen kann. Da kann man hier so reinschnippeln und dann tut das sozusagen so wie ausdünnen, aber auch nie ausdünnen. So halt so ein bisschen abschnippeln. So. Wisst ihr? Ich glaube, ich muss jetzt erstmal die Haare waschen, weil dieses ganze Gel und Wachs und Haarspray und alles, was da drin ist. Ich glaube nicht so gut in einem Rasierdingsbums. So. Lecker, schmeckt noch viel Spaß und lecker. So, jetzt haben wir die Stumpen fertig. Naja, hier noch so ein bisschen. Eine Ewigkeit später. Und das Haupthaar müssen wir noch trocknen. So, wir müssen jetzt erstmal hier so einen Scheitelpunkt finden. Ich habe jetzt hier den 9 mm Aufsatz drauf. Und was mache ich hier eigentlich? Ich mache die Haare noch ein bisschen nass. So. Zack. Ja, so geht das. Here we are, driving narrow streets in a Digga. Holy shit, was hab ich gemacht? Digga. Ich muss das erstmal trocknen, Digga. Digga, was ist das? Ja, schön ist was anderes. Und jetzt muss ich da hier hinten noch. Und es geht so scheiße mit dem Rasierer. Leading to the sea, think we're getting close. We should take a pick, baby, strike a pose. I remember every day that I spent right here with you. Yeah, you are the one who makes me feel as good as I do. Baby, I wanna still act like we are 22 right now. Just let go, lose control, play songs on the radio too loud. This could be magical. So sollte es gehen. Also von hinten sieht es immer noch, ist immer noch Albtraum. Ja, schlimm. Schlimm, nein. Also, ich bin so einigermaßen zufrieden. Ich habe jetzt 30 Minuten gefilmt. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Dann, auf rein. Ciao. Jetzt muss ich das mit der Nase ausmachen.